hier kommt die Promenade Prado zu Ende und beginnt die Uferpromenade. Malecón von Cienfuegos. Wenn Sie die Bucht wieder, die Bucht liegt an der Karibik. Cienfuegos mit seiner berühmten Bucht Bahía de Cienfuegos ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Zentralkuba und wird aufgrund ihrer Attraktivität auch Perle des Südens genannt. Cienfuegos liegt an der Südküste Kubas und damit an der Karibik. Die Bucht wurde 1494 das erste Mal von Christoph Kolumbus beschrieben. Die Stadt liegt im Zentrum einer geschäftigen Region, in der neben Rum, Tabak, Früchten und Zement der Zucker immer noch eine Hauptrolle spielt. Durch den weltgrößten Zuckerexporthafen und den 1860 erfolgten Anschluss an das Eisenbahnnetz verlor das nahegelegene Trinidad ihre bisherige Vormachtstellung. Der Park José Martí bildet das Zentrum der Stadt. Um ihn herum befinden sich gut erhaltene und restaurierte Häuser aus der Kolonialzeit und auch das Theater Thomas Terry. Das Theater wurde vom gleichnamigen venezolanischen Industriebaron gebaut und finanziert. Es ist mit Carrara-Marmor und Schnitzarbeiten aus kubanischen Edelhölzern ausgeschmückt und gehört zu den 8 großen Theatern aus der Kolonialzeit. Von der Tanzschule noch einmal zurück in den Park José Martí, den die Leute auch gerne zur Erholung nutzen. Und ein schöner Oldtimer ist uns auch wieder aufgefallen. Dann haben wir noch eine Statue von Benny Moore gefunden. Er war einer der bedeutendsten Sänger in den 40er Jahren. Der Sohn, eine Musikrichtung aus dem Osten Kubas, war seine große Zeit. Der Palacio de Val wurde von einem der damals reichsten Zuckerhändler Kubas errichtet. Unter Batista sollte darin ein Casino entstehen und heute beherbergt er das Kulturministerium und ein Restaurant. Die Terrasse ist öffentlich zugänglich und bietet einen wunderschönen Ausblick. In Cienfuegos scheint das Leben etwas leichter als im übrigen Kuba. Hier ist alles ein bisschen moderner und das Biegetaxi ist oft schon mit Motor ausgestattet. Der Yachthafen spiegelt sicher nicht den allgemeinen Lebensstil in Kuba wider. Seit 1920 residiert der Yachtclub in einer ehemals herrschaftlichen Villa. Thank you.
Gracias. Am Taxistand haben wir als erstes einen stolzen Besitzer eines Fahrrades kennengelernt. Und danach ist uns aufgefallen, dass der Taxifahrer anscheinend ein Apple-Fan ist. Und dann ging es auch schon mit dem Taxi los, weil unser chinesischer Reisebus für die bevorstehende Strecke nicht mehr geeignet ist. Dann mit dem Guide in die Natur. Aber welche Natur? Super! Erfrischung, Wasser, Schwimmen und kurze Erholung, bevor es wieder weitergeht. Switzerland, Austria, just in this place, because not Cuba, the amount of tourists, about 30-35% are Canadians. But Canadians normally come in just for a week and only to rest. Un día,
Nach dieser wunderschönen, interessanten, aber auch anstrengenden Wanderung durch dieses feuchte und heiße Klima ist die Pause mit kleinem Imbiss sehr willkommen. Am Rückweg halten wir noch einmal kurz, um einen Blick auf die Karibik zu genießen. Wir haben dann aber doch auch einmal auf die andere Straßenseite hinuntergesehen. Y al consejo voy para Marcané, y cuando esto voy